Das war alles, was ich in der Kiste gefunden habe. Ich habe das dann sortiert nach Laubbäumen und Nadelbäumen und dann einfach mit Heißkleber mal überall gleichmäßig verteilt. Das mit dem Heißkleber hat den Vorteil, erstmal nach 3-4 Sekunden bleiben die Bäume schon stehen. Und wenn man sich mal vertan hat, ein kurzer Ruck, da sieht man da vorne so zwei helle Stellen, da habe ich das mal ausprobiert. Kurzer Ruck und die Bäume sind wieder weg. Ich habe den Abstand zu den Gleisen ausprobiert, indem ich da mit einer Lok vorbeigefahren bin. Kleiner Tipp, hängt aber zwei Personenwaggons an, dann stellt man fest, man braucht nämlich nochmal 1,5 cm mehr Abstand. Aber man soll ja was lernen, wenn man YouTube schaut. Das war schnell gemacht. Ich denke mal so in 20 Minuten war das alles. Das sind die gesammelten Werke an Begrünung, 20 bis 50 Jahre alt, 20 verschiedene Tüten und los. Und dann einfach viel hilft viel, Ponal drauf und dann auch gleichzeitig verschiedene Sorten gemischt, kurz mit dem Pinsel angedrückt und dann irgendwann mal, wenn du alles aufgetragen hast, mit dem Staubsauger absaugen und da, wo es nicht kleben geblieben ist oder wo es was nachkleben muss, nochmal. Ich habe früher mit so einem kleinen Handsauger Sorten rein eingesaugt und was im kleinen Beutelchen war, dann wieder recycelt, aber weil ich für, ich sag mal, 10 Quadratmeter Grünzeug habe, die Platte aber nur 2 Quadratmeter hat, da habe ich gedacht, komm, weg mit Schaden und ordentlich das Grünzeug da drauf. Und ich denke, das sieht ganz nett aus. Muster habe ich nicht. Ich habe einfach so wie Natur, so wie die Tüte in der Hand kam, nach Gefühl, so viel wie möglich von meinem Zeug verbraten. Und ich denke, das ist ganz okay.